Blickflak-Tutorial auf einem Trampolin. So sollte es auf jeden Fall am Ende aussehen. Bevor ihr den Flickflack machen wollt, müsst ihr auf jeden Fall einen sicheren Rückwärtsbogengang und eine sichere Brücke aus dem Stand können. Versucht erstmal auf euren Rücken zu springen, damit ihr das Gefühl dafür bekommt. Und jetzt probiert ihr mal einen langsamen Flickflack. Eure Arme müsst ihr auf jeden Fall immer gestreckt lassen, sonst knickt ihr ein und das kann nicht so gut enden. Jetzt erkläre ich euch mal die Technik. Und zwar, ihr müsst euch quasi wie auf einem Stuhl hinsetzen, zieht die Arme für den Schwung nach hinten, springt kräftig mit eurem Bein ab. Arme strecken nicht vergessen, damit ihr nicht einknickt und der Rest macht sich dann eigentlich von alleine und ihr müsst euch nur noch aufrichten. Jetzt gebe ich euch mal einen speziellen Tipp und zwar, wenn ihr ein bisschen beweglicher am Rücken seid, dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall besser. Ich wünsche euch ganz viel Glück!